Moin Moin, herzlich willkommen liebe Zuschauer. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge Let's Play Landwirtschaftssimulator. Und was machen wir? Wir fahren ein bisschen Grassilage. Insgesamt haben wir das natürlich ein paar Mal schon gemacht, aber es wird mal wieder ein bisschen Zeit. Unsere Lager hier sind sowieso ziemlich leer. Deswegen sehen wir zu, dass wir da mal ein bisschen voll kriegen. Was ist hier eigentlich los? Wie schnell wuchert das gerade alles ein bisschen übertrieben schnell? Ah ne, das ist der Hopfen, ne? Das ist Hopfen. Hopfen sieht so schön dicht gewuchert aus. Wird ja auch eine riesengroße Pflanze und wird uns auf jeden Fall nochmal ein bisschen Ertrag bringen. Und vor allem brauchen wir es für die Brauerei. Ja, sorry. Fast vergessen. Blinkelichter. Warnlicht. Wohl aktuell ist hier eh nichts los auf den Straßen. Was soll ich da hoch machen? Tür kannst du mal ein bisschen aufmachen vielleicht. Nicht während der Fahrt. Ja, zu dem Feld wollen wir da mal weitermachen. Er steht hier bereit. Überlegt noch, ob er noch ein weiteres Feld bearbeiten soll. Ja, schmeißen wir mal an, der Gerät. Dann machen wir hier weiter. Gucken, wie viel wir noch rauskriegen. Also den Anhänger kriegen wir nicht mehr voll. Aber ein bisschen was an Ertrag sollte hier für uns noch machbar sein. Ja, ich mache das Lämpchen aus auf dem Feld. Das gehört sich so. So, dann fahren wir mit Geschwindigkeit 3. Hier noch ein bisschen längs fahren. Passt. Also ein Mischfutter wird uns erstmal nicht mehr mangeln. Es wird jetzt höchstens dann auch irgendwann Zeit, das Graslager mehr aufzubauen, weil die Schafe brauchen bestimmt bald. Und wenn wir tatsächlich nochmal Rinder und, obwohl bei den Rindern müssten wir selber in der Ecke was organisieren. Aber für die Schweine wäre natürlich auch diese Ecke hier. So, machen wir hier nochmal ein bisschen. Das ist natürlich auch kein richtiges Heu. Ne? Heu wird ja erstmal gemäht, dann gewendet und getrocknet und noch mehr gewendet und noch mehr getrocknet und dann werden irgendwann zum Beispiel Grasballen oder so draus gepresst. Also Heuballen kann man machen. Haben wir gar nicht gemacht. Was wir auch gar nicht gemacht haben, in bald 700 Folgen, sind Rundballen. Ich habe mir schon mal gedacht, ob wir vielleicht nochmal Strohrundballen dann machen, nachdem wir Roggenhafer und so geerntet haben, haben wir da ja Schwatt. Strohschwatt und den könnten wir dann zu Rundballen oder so nochmal verarbeiten. Und wenn man zumindest auch sagen kann, in LS15 habe ich einmal Rundballen gemacht. Kleinballen hatten wir und die großen Quaderballen haben wir gemacht, aber Rundballen haben wir komplett ignoriert. Ist auch ein bisschen blöd. Ungerecht den Rundballen gegenüber. Gut, das war der Rest vom Feld. Nicht ganz zur Hälfte gefüllt, weil wir nicht den übermäßigen Ertrag hier haben. Ist natürlich die Überlegung, liegt nahe, gegenüber ein Feld auch nochmal zu machen. Aber ich meine, mit 22.000, naja, es ist nicht viel.
okay. Ab hier. Jetzt sehen wir es nicht mehr. Mischfutter haben wir jetzt auf jeden Fall genug. Dann schmeißen wir erstmal ins Lager. Ja, hätten wir auch vorne abkürzen können. Oder können wir das direkt einstreuen? Also vielleicht ein bisschen zu groß? Ne, müsste gehen, ne? Aber ich weiß nicht genau, ob er das so hier irgendwo annimmt. Wir wollen die Kühe ja nicht nervös machen. Ja, ist die falsche Seite oder was? Wenn, dann müssen wir in die andere Seite rein. Ist jetzt nicht unbedingt der kleine Einstreutraktor hier. Hier mal vorbei, Kuh. Auskippen. Hier geht's doch. Ja, okay, das war alles. Gut 6000 sind wir losgeworden. So, hier haben wir das Graslager. Richtig, richtig. Ja, ist nicht besonders viel, ne? Aber ein kleiner Schwung liegt hier. Ist der die ganze Zeit an oder warum ist da jetzt eigentlich auch die ganze Zeit Alarm? Die ganze Zeit Alarm. Ja, schalte das mal aus, dann nicht so laut hier, ne? Aber er funktioniert scheinbar wieder. Das finde ich gut. Wir haben ja auch genug Ballen rumliegen. Da liegt noch so ein Ballen im Graslager, der eigentlich auch keinen Sinn macht. Mischfuttermäßig können wir wieder vollfüllen. Ja, der gute Dienste getan. Dann würde ich erstmal sagen, warte ich nochmal darauf, was ihr so sagt. Mehr Vieh, mehr Gras, mehr Forst. Und darauf werde ich dann in den nächsten Folgen immer nochmal drauf eingehen. Einmal ein bisschen Zeit, bis die Pflanzen hier alle fertig gewachsen sind. Das dauert ein bisschen, logischerweise. Da vorne hinten fängt es langsam an zu grünen. Hier ist noch nicht so viel Action. Die hängende Wachstumsstufe hier scheinbar hinterher. Wir haben hier noch ein Fahrzeug, was wir glücklicherweise beim Hof abstellen können, damit wir da noch ein paar mehr Fahrzeuge haben. Helfer, Kummerkasten nehmen wir hier unten mal raus. So, wo möchtest du denn stehen? Hackschnitzel haben wir auch noch auf Lager hier, ne? Mit in der Halle meinst du? Ich möchte gerne bei dem Mähdrescher mitstehen. Aber dann irgendwie so an der Seite hier. Gut. Was ein Wert hier in der Halle steht. Mindestens 1,5 Millionen. Hier hinten. Aber auch unsere ganzen Anhänger, unsere sonstigen Geräte, nicht schlecht. Und wir räumen noch mal ein bisschen weiter auf. Kann das nicht mal regnen langsam? Dann müsste ich die Fahrzeuge nicht sauber machen, dann werden die doch von alleine sauber, ne? Ansonsten der Silagewagen sieht noch aus wie frisch gekauft, da brauchen wir nichts reinigen. Der kommt so erstmal wieder in den Schuppen.
Garage und gut ist. Ja, vielleicht, also diesen Silage, wie weit ist denn das jetzt hier? 60% schon. Hier wächst alles schön, Hopfen. Hier können wir natürlich auch nochmal wieder was, den Silagewerk voll machen. Aber erstmal noch nicht. So. Der steht hier nutzlos rum. Ja, die Halle ist zu klein. Wir können natürlich versuchen, das alles noch ein bisschen geschickter eng zu parken. Kann auch keiner mehr ein- und aussteigen, sozusagen. So, und dann hatte ich ja gesagt, eigentlich sollen nur saubere Fahrzeuge jetzt erstmal in die Halle. Also heizen wir einmal kurz hier hin. Leider haben wir am Hof keine Waschanlage. Ups, da müssen wir uns noch den Hochdruckreiniger hier bedienen. Auch das kriegen wir aber hin. Vorne mal ein bisschen sauber machen. Reifen. Hier, hier. Aufstieg, bisschen Seiten noch, die Scheiben. So, sieht aus wie neu. Wieso ist er denn auf einmal rausgesprungen? Was war da denn los? Das war wahrscheinlich die Zeit von wegen Achtung, gleich ist die Aufnahme zu Ende. Na, ein bisschen haben wir noch. Ja, hier kommen wir, da können wir rüberspringen. So, dann vorsichtig hier zurück. Oh, dann passt doch noch einer zwischen. Der hat zwar kein Frontgewicht, aber passt trotzdem gut dazu. Was haben wir denn hier noch in der Halle eigentlich stehen? Alles so Geräte, die hier weg müssen. Und die ganzen Deutsche, die sind auch dreckig, alle dreckig. Ja, das war einer. Holen wir sie mal alle aus der Halle raus. Das ist der nächste. Und dann haben wir noch einen mehr. Stellen jetzt mal. Nein. Da ist er. Den Anhänger lassen wir hier. Der steht ganz gut eigentlich, finde ich. An der Seite. Der muss auch noch gereinigt werden. Ah, mal der große ist auch dreckig, ne? Man sieht's. So. Einmal großes Reine machen, bitte. Taste R. Nicht E. So, dann machen wir einmal sauber, damit das alles wieder glänzt hier. Haben wir ein bisschen was zu tun bei drei Fahrzeugen. Vielleicht hätten wir sie einfach alle hintereinander stellen können, dass es denn so aussieht, als würden wir alle sauber machen. Das ist auch vor allen Dingen ziemlich dreckig hier. Frontgewicht können wir natürlich dann auch in dem Zuge ein bisschen säubern. Wenn man schon dabei ist, ne? Machen wir es gleich ordentlich. Ja, du noch ein bisschen. Auch das Frontgewicht. Alles sauber. Einen haben wir noch.
Das Frontgewicht nur noch. Das andere ist auch nicht ganz sauber geworden. Da muss noch mal ein bisschen nachgesprüht werden. Da minimal noch. So, sieht gut aus. Alles sauber. Jetzt müssen wir nur noch in der Halle hier Platz schaffen. Für die neuen, schicken, sauberen Traktoren. Also weg mit dem Mähwerk. Das kommt jetzt irgendwo anders hin. Vielleicht einfach hier noch mit rein. Aber sowieso, ach ne, das sind die hier. Front. Gabel. Aufsetzer. Dann brauchen wir tatsächlich diese ganze Hallenreihe hier nur für Traktoren. So. Nicht, dass das schon wieder dreckig wird. Nehmen wir jetzt den nächsten. Jeder muss sich hier ein bisschen selber Platz frei machen. Das ist der alte Baumstumpfzerstörer, Wegfräser, keine Ahnung. Auch den brauchen wir erstmal nicht. Packen wir den aber so, dass wir zur Not, wenn wir mal brauchen, den Frontmäher rauskriegen würden, wobei die Wahrscheinlichkeit ist recht gering. Da haben wir ja unseren guten Mäher für. So, fahren wir einfach hier durch die Halle, so geht es am schnellsten. Und da steht ordentlich ein noch, zu guter Letzt. Dann haben wir fast nur saubere Fahrzeuge hier in der Halle. Ja, ne? Man neigt zum Übertreiben. Singleplayer, Fuhrpark. Nicht ganz ohne. Aber so haben wir Ordnung und ein paar saubere Fahrzeuge in der Halle. Ich würde sagen, für heute soll es das gewesen sein. Ich danke wie immer für eure Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar, ein Like hinterlassen würdet. Und natürlich auch, wenn ihr dabei bleibt und nächstes Mal wieder reinschaltet. Schönen Tag noch, schönen Abend. Bis dahin.